mittelalterliches Flair gepaart mit traumhafter Landschaft und kulturellen und kulinarischen Schmankerl. Das und vieles mehr erwartet Sie in der heutigen Sendung und damit herzlich willkommen. Erbaut im 12. Jahrhundert, überzeugt die Burg Kaprun mit mittelalterlichem Charme und ist in den letzten Jahren zu einem begehrten Event- und Veranstaltungsort geworden. Das 30-jährige Jubiläum des Burgvereins Kaprun wurde mit dem jährlich stattfindenden Burgfest gefeiert. Das ist Dragon, der Stargast beim diesjährigen Burgfest in Kaprun. Der 7-Meter-Riese war aber nicht der einzige. Da waren nämlich noch die über 600 Mitwirkenden aus ganz Europa. Und natürlich die tausenden Besucher, ohne die das Fest ja auch nur halb so viel Spaß machen würde. Alles perfekt also zum großen 30-Jahr-Jubiläum. Bei der großen Eröffnung im Burghof wurde schnell klar, dass diese Ausgabe wirklich etwas Besonderes ist. Burghexe Mischa della Notte war nämlich den Tränen nahe. Und ich sage jetzt, das Burgfest eröffnet! Also ich komme fast jetzt in Tränen, weil es mich wirklich so bewegt, weil wir so viele Leute da haben und so viel Wertschätzung einfach zurückkriegen. Und es so schön ist, das ist einfach so emotional. Kommt so viel an heuer bei uns, gell, dass wir so glücklich sind und auch glücklich sind, dass wir es bis zum 30. Burgfest geschafft haben. Was klein angefangen hat, ist heute eines der beliebtesten und auch größten Feste dieser Art Österreichs. Zudem können sich die Pinzgauer auf die Fahnen schreiben, vor allem im Salzburger Land ein echter Wegbereiter gewesen zu sein. Ja, angefangen haben wir mit den englischen Gruppen, weil bei uns in unseren Breiten war das also unbekannt. Zum Beispiel im Land Salzburg hat es gar keins gegeben, nicht? Und mittlerweile haben wir sehr viel Nachahmer gefunden und es freut uns eigentlich nicht, dass die Mittler der Szene so einschlagen. Am Kaproner Burgfest gab es heuer wieder ein rappelvolles Programm für Mittelalterfans jeden Alters. Egal ob am Markt oder im Lager, ob in der Burg oder auf der Kinderwiese, überall gab es jede Menge zu erleben. Ein Highlight jagte an den drei Tagen das andere, aber vor allem das spektakuläre Freikampfturnier nach den Regeln des Weltverbandes für historischen Vollkontakt war ein echter Publikumsmagnet. Von einer Spielerei sind wir da weit weg. Die Leute kommen hierher und die wollen Action sehen, die wollen halt natürlich auch dieses Bild des Ritters sehen. Und wie kann man das besser die Leute präsentieren, als dass man ihnen einmal sagt, was so eine Ritterrüstung auch tatsächlich aushalten kann. Das Vollkontaktturnier war eines von vielen Highlights beim Kaproner Burgfest 2018. Die Jubiläumsauflage zauberte auch im Lager allen ein Lächeln ins Gesicht. Ja, da gibt es eine Beschreibung. Saugeil. Man sieht es auch rundherum, die Leute sind zufrieden, die sind glücklich, die Kinder spielen es. Und es ist ein ganz anderes Flair. Da siehst du keine mit Handys herumspringen, die was in den Ecken sitzen, sondern da spielen die Kinder richtig mit Ballen und Stecken und so. Und du hast einfach Entspannung, Ruhe. Das ist einfach wie Urlaub. Also das Besondere ist erst einmal die Atmosphäre, das Drumherum, die ganze Burg, wie die wieder hergerichtet worden ist. Und das wächst unglaublich. Und ohne die Mischa, die da mit Herz und Seele dabei ist, also als gute Seele des Marktes, darf das überhaupt nicht funktionieren. Macht einmal jetzt Gaudi. Das 30. Burgfest in Kaprun hat also wieder alle begeistert. Und das drei Tage lang, von der Früh bis tief in die Nacht hinein.